Zombie Apocalypse. Wie man einfach den Ton der örtlichen Vögel hört, das ist schon sehr aufregend und sehr entspannt, wie ich finde. Tja, und in diesem Sinne, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 17 mit der Feuerwehrmod. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ja, nur mal aufpassen, dass da kein Zug angefahren kommt. Den sehe ich auch schon auf der weiten Entfernung. Das ist schon wirklich gewagt, ne, dass ich hier rüberfahren darf. Aber der Zug, der steht da eigentlich immer. Und den habe ich, glaube ich, noch nie fahren sehen. Oder täuscht das? Vielleicht fährt er irgendwann mal los. Müssen wir mal sehen. Aber heute, liebe Leute, geht es erstmal darum, warum steht das MZF jetzt draußen? Das Mehrzweckfahrzeug. Und in was für ein Fahrzeug sitze ich überhaupt? Wir müssen das jetzt mal ein bisschen aufklären. Das hat einfach diesen ganz, ganz einfachen Grund. Ich möchte heute mit diesem Fahrzeug, in dem ich gerade drin sitze, das MZF ablösen. Denn ich finde einfach dieses Fahrzeug, was ich gerade habe, in dem ich drin sitze, das passt einfach besser in die Wache hinein. Und man kann dazu auch sagen, es ist ein First Responder Fahrzeug. Also man kann es sozusagen auch als KDOW oder EEW missbrauchen. Also das ist eigentlich relativ egal. Und ich finde einfach, es passt besser in die Wache mit hinein. Und was auf jeden Fall das allerbeste ist, man geht nach hinten und man hat eine Anhängerkupplung. Also könnte man sozusagen ein paar Anhänger dort anhängen, wie zum Beispiel unseren TSA, unseren Tragkraftspritzenanhänger oder zum Beispiel ein Rettungsboot oder Mehrzweckboot, wie dem auch sei. Also man kann natürlich an diesem Fahrzeug, was da steht, jetzt habt ihr es glaube ich schon gesehen, man kann dort auch Anhänger anhängen. Und ich finde einfach, der EEW, der jetzt hier an der Seite steht, der sieht einfach besser aus als das MZF. Also das ist jetzt kein Schönheitswettbewerb oder so, aber ich finde, der EEW passt besser hinein und ich möchte diesen auch gerne in diesem Projekt verwenden. Also liebes MZF, du wirst heute leider deinen Dienst wieder abtreten. Es war schön mit dir in der letzten Folge. Also es war natürlich so, falls ihr euch jetzt wundern solltet, warum ich das Fahrzeug jetzt verkauft habe, warum ich ein neues Fahrzeug jetzt habe. Ich hatte ja euch gefragt, was für ein Fahrzeug ihr gerne sehen möchtet. Und da kamen wirklich sehr viele Leute auf die Idee und schreibten unter dem Video TLF, ein Rüstwagen und so weiter. Also da hat man dann irgendwann wieder eine große Berufsfeuerwehr, ne? Oder eine riesengroße freiwillige Feuerwehr. Aber ich habe ja wirklich ganz spontan gesagt, dass ich nur zwei Fahrzeuge haben möchte. Also mit Anhänger natürlich und so weiter. Und das reicht mir dann auch. Und es reicht mir natürlich auch, wenn ich ein EEW habe oder ein KDOW und ein LF an der Seite. Also dass ich sozusagen zwei Fahrzeuge habe, das sollte vollkommen ausreichen. Ich finde einfach, das ist ein schönes Bild und die Fahrzeuge passen auch wunderbar in diese Wache hinein. Also das LF24 und ein ELW, den man auch vollkommen, wartet, öffnen kann. Achso, wir müssen die Taste X drücken? Nö. Darf ich hier rein? Okay, dankeschön. Das wollte ich gerade irgendwie nicht. Wir haben hier auch sehr viele Monitore und einen Laptop. Also es ist schon wirklich sehr, sehr hochwertig, was wir haben für unsere kleine Feuerwache. Das ist schon wirklich ein richtig schöner EEW. Und der ist auch vielseitig. Man kann mit denen auch weitere Sachen transportieren. Wenn man zum Beispiel ein paar Paletten oder ein paar Snacks, ein paar Bierkisten transportieren möchte, dann reißt man einfach die ganze technischen Sachen dort raus, diese ganze Technik, und ballert da einfach ein paar Bierkästen rein oder so. Also man kann das durchaus auch dafür benutzen. Also es ist ein vielseitiges Fahrzeug, hätte man wirklich nicht gedacht. Aber das, liebe Leute, geht ja bisher nur im LS17. Und ich weiß nicht, ob ihr das in Real Life auch so macht, dass ihr die ganze Technik aus den Fahrzeugen nehmt, also ganz professionell rausreißt und dann sagt, ja, das könnte doch locker ein GW sein, also ein Gerätewagen, Transport oder so. Das ist natürlich jetzt Free Fun for Play hier in Alice. Das hatte ich jetzt nur so gesagt, weil man das Fahrzeug einfach, jetzt habt ihr das auch schon gesehen, das wollte ich natürlich auch nicht. Jetzt seht ihr es nochmal im Rückspiegel und das steht auch ein bisschen komisch. Ich hoffe, ich komme jetzt auch ordentlich an der Wache an, denn es haben sich auch sehr viele Leute von euch gewünscht, dass ich einen Rettungshelikopter mit verwende. Denn ich habe
Alter, ich schwebe hier fast. Ich habe ja neben der Feuerwache einen Art Rettungshelikopter-Landeplatz. Diesen möchte ich natürlich auch verwenden in meinen Videos. Und ich finde auch, Rettungshelikopter-Einsätze sind auch auf eine Art sehr interessant. Und es ist auch wirklich mal wieder was anderes. Also, wenn man zum Beispiel nur Rettungshelikopter-Einsätze fliegt, dann kann man auch wirklich mal sagen, dass es mal wirklich was anderes ist. Und man sieht nicht bloß die Einsatzfahrzeuge fahren in meinen Videos, sondern man dreht sich zum Beispiel einmal mit dem Helikopter in der Luft und benutzt diesen Helikopter die ganze Zeit in einem Video. Das könnte man natürlich auch mal machen. Oder der Helikopter steht sozusagen bei einem Verkehrsunfall nur als Deko da, ohne dass ich den vorher benutzt habe. Also da kann man auf jeden Fall variieren, so wie man das gerne möchte. Jetzt muss ich wiederum ein bisschen aufpassen. Ja, ihr seht schon. Ich hoffe, ich bleibe jetzt nicht irgendwie an einer Stelle hängen. Das könnte locker und fluffig gerade mal so passieren, aber ich glaube, sind wir durchgekommen? Das sah aber wirklich eng aus. Ach, wir können natürlich auch durch Schilder fahren. Okay, dann verstehe ich das, dass das auch gerade so funktioniert hat. Dass wir da einfach so ganz fluffig vorbeigefahren sind. Der LKW, der möchte das irgendwie, ne? Der hat schon eine gewaltige Kraft unter der Haube. Trotz er abhebt, er kommt trotzdem an sein Ziel an. So, passt mal auf. Ihr denkt euch sicherlich jetzt, liebe Leute, liebe Zuschauer da draußen, warum ist er nicht gleich mit dem Helikopter dorthin geflogen? Nee, ich wollte es natürlich noch ein bisschen in die Länge ziehen, dieses Video. Und ich möchte es natürlich auf einer anderen Art und Weise zeigen, dass ich den Helikopter auch transportieren kann, ohne dass er fliegt. Und jetzt können wir das natürlich so machen, da ich den jetzt nicht unbedingt fliegen möchte, dass wir einfach mal das machen und den Anhänger verkaufen und dann steht der Helikopter schon am Landeplatz. Hier so ein kleiner Lifehack im LS17. Gib mal bitte ein Like nach oben, wenn ihr diesen Lifehack noch nicht gekannt habt. Oder nee, sagen wir mal so, wenn ihr diesen Lifehack schon kanntet, gib mir bitte einen Daumen nach oben. Und bitte irgendwie keinen Daumen nach unten, das gefällt mir nicht so. Ne? Also dann kommt es natürlich so rüber, als ob euch mein Video oder meine Videos nicht gefallen. Also drückt den Daumen bitte nach oben und lasst mal gerne einen Kommentar unter diesem Video da. So, dann fahren wir jetzt erstmal wieder zurück mit unserem Renault Magnum. Und ist das gerade wirklich ein Einsatz? Ich würde sagen, wir alarmieren jetzt am besten mal unsere Kameraden. Wir haben einen Einsatz. Ich guck mal ganz schnell, was wir haben. Rauchentwicklung in der alten Werkstatt. In Moosburg, okay. In der Lindenstraße 1. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Rauchentwicklung in der alten Werkstatt. Die Sirene läuft. Das natürlich dreimal. Und ich speichere mal ganz kurz ab, bevor ich das wieder vergesse. Die Kameraden müssten jetzt eigentlich theoretisch gleich hier auftauchen. Das müsste gleich der Fall sein. Und dann geht es theoretischerweise eigentlich schon gleich rüber zum Einsatz. Also dass es jetzt wirklich so abgeht, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Also ich habe gerade so eine kleine Information bekommen. Einsatz. Und da war es dann auch schon soweit. Wir haben einen Einsatz. Der erste Einsatz hier in Moosburg in der neuen Freiwilligen Feuerwehr. Und gerade ist auch soeben die Sirene ertönt. Ich bin gerade so ein bisschen hektisch auf den Weg in die Wache. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was wir für einen Einsatz haben. Ich parke jetzt mal ganz professionell ein mit meinem Mercedes Jeep. So, dann öffnen wir mal sofort das Tor. Wir haben eine Rauchentwicklung, was? In der alten Werkstatt in Moosburg, Lindenstraße 1. Da war ich doch eben. Da bin ich gerade vorbeigefahren. Und das erste Fahrzeug rückt jetzt zum Einsatzort aus. Das ist das beste Fahrzeug, das wir je hatten und je haben werden. Das ist LF24 der Freiwilligen Feuerwehr von Moosburg. Wir gehen auf Status 3. Anfahrt zum Einsatzort.
Ach, wir müssen eins weiter. Das gibt's ja gar nicht. Hier hinten ist die alte Werkstatt. So, und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was jetzt auf uns zukommen wird. Also, bisher sieht man hier bloß etwas rauchen. Der Gruppenführer sieht sich das jetzt mal auf die Schnelle an. Und bisher gibt es keinen Brand. Ah, jetzt haben sie das gefunden. Sie haben einen brennenden Topf auf der Herdplatte gefunden. Und das qualmt jetzt ordentlich aus dem Gebäude raus. Ich würde sagen, wir holen uns am besten jetzt mal einen Belüfter aus dem Fahrzeug. Und lassen den Rauch jetzt einfach mal abziehen. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig umgestellt. Das wäre natürlich nicht so schön, wenn das jetzt andersrum wäre. Ja, okay, war richtig rum. So, dann schmeißen wir das Ding mal an. Ja, der macht leider keinen Ton. Wir können ja ein bisschen näher an die Tür stellen. Und den Rauch jetzt mal abziehen lassen. Also, wir haben wirklich sehr viel Glück gehabt hier am Einsatzort, dass hier wirklich nichts weiteres Schlimmes passiert ist. Das hätte wirklich sehr viele Konsequenzen von sich getragen. Also dieser Brand hätte sich rucki-zucki weiter verbreiten können und dann hätten wir wirklich ein riesengroßes Problem. Aber ein Glück konnten wir jetzt noch diesen Rauch lindern und nichts weiteres Schlimmes feststellen. Und von daher ist dieser Einsatz zum Glück noch glimpflich abgelaufen. Und das heißt jetzt für uns, wir rücken wieder ab auf die Wache und warten ganz entspannt auf den nächsten Einsatz, der sicherlich bald folgen wird. Liebe Leute, lieber Zuschauer, hat es dir gefallen? Wenn ja, lass mir gerne mal einen netten Kommentar unter diesem Video da und lass doch mal gerne einen richtig fetten, dicken Daumen nach oben da. Das würde mich auf eine Art richtig freuen und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei bei einer neuen Folge von den Lemon Shots Simulator 17 mit der Feuerwehrmod. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen angenehmen und einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.